Ich möchte Sie herzlich begrüßen zum zweiten Teil dieser kleinen Videoserie über Differentialgleichungen. Wir haben im ersten Teil gesehen, wie man eine gewöhnliche Differentialgleichung erster Ordnung mit dem Euler-Verfahren numerisch lösen kann. Wir hatten da diese Lösungskurve erhalten, und zwar die vollständige Lösung und dann die angenäherte Lösung hier, die bereits mit dem Euler-Verfahren, das ja sehr einfach ist, recht gut übereinstimmt mit der kompletten Lösung. Jetzt gibt es eine etwas verfeinerte Variante, die etwas besser als das Euler-Verfahren funktioniert. Die ist von zwei Mathematikern, Runge und Kutta, erfunden worden und heißt deshalb auch das Runge-Kutta-Verfahren. Ich möchte dazu nochmals auf unsere Darstellung hier kurz zurückkommen mit den Richtungsfeldern und erklären, wie das Runge-Kutta-Verfahren sich denn vom Euler-Verfahren unterscheidet. Es geht also wiederum um eine Differentialgleichung erster Ordnung, eine gewöhnliche Differentialgleichung, die man in der Form hier schreiben kann. Wir hatten ja als Beispiel gehabt, ganz konkret die Gleichung y' gleich x minus y. x minus y, damit haben wir das Verfahren von Euler ja ausprobiert. Man kann ja sagen, dass grundsätzlich die Steigung der gesuchten Funktion ja offenbar jetzt im Raum xy oder in der Ebene xy auf diese Art mit dieser Funktion definiert ist, dass die gesuchte Funktion y von x hat einen Zusammenhang mit x und y. Wir können also an jeder Stelle die Steigung ermitteln und quasi als Richtungsfeld schon mal markieren. Und beim Euler-Verfahren haben wir gesagt, wenn wir da bei einem Punkt x0, y0 starten, hier, ein Anfangswert, dann haben wir gesagt, wir nehmen jetzt aufgrund dieser Gleichung hier die Steigung an der Stelle. So, das wäre also die Steigung f von x0, y0. Und wir extrapolieren jetzt diese Kurve so, dass wir zu einem etwas weiter rechts liegenden Punkt, also um die Strecke h nach rechts verschobenen Punkt, das wäre dann x0 plus h, dass wir an diesem Punkt nachher den neuen Punkt ermitteln, indem wir einfach da eine Gerade durchlegen. Also der neue Punkt x1 hätte nach diesem Euler-Verfahren die Koordinaten nun eben x1, und die y-Koordinate wird damit in dieser Steigung hier ermittelt, nämlich y0 plus h mal die Steigung, die ist ja gerade f von x0, y0. So auf diese Art haben wir auch da dann mit unserem konkreten Beispiel mit dem Euler-Verfahren die Kurve ermittelt. Und dann kann man weitermachen. Jetzt haben wir den Punkt x1, y1 und kann dann mit diesem Punkt weiterfahren und den nächsten Punkt wiederum finden, indem man an der Stelle die Steigung dann nimmt und wiederum um die Strecke h das Ganze dann nach rechts verschiebt. Also dieses Verfahren kann man iterativ fortsetzen und den ganzen Streckenzug mit der Lösung, der numerischen Lösung, so finden. Jetzt beim Verfahren von Runge und Kutta ist vor allem der Unterschied der, dass man sich nicht nur auf den Punkt x0, y0 beschränkt, um die Steigung zu ermitteln, sondern man schaut sich das Richtungsfeld auch in der Umgebung dieses Punktes an. Das kann ja hier dann irgendwie so hochgehen. Jetzt haben wir die echte Lösung, so nach oben geht, dann ist ja die Steigung hier schon richtig, aber wir haben ja da dann rechts eigentlich eine andere Steigung. Und die Idee bei Runge und Kutta ist, dass man jetzt den Mittelwert nimmt von diesen beiden Steigungen. Also die Steigung nach Euler an der Stelle, die ist dann vielleicht so groß, und die Steigung hier am Ursprungspunkt und der Mittelwert dieser beiden Steigungen, der wird dann verwendet, um den neuen Punkt zu ermitteln. Also mit diesem Mittelwert kommt man da vielleicht dann auf diese Stelle. Ein bisschen konkreter heißt das, wir würden dann sagen, dass der neue Punkt y1, also x1, y1, nicht mit diesen Koordinaten hier ermittelt wird, sondern mit folgenden Koordinaten. Der Punkt, also y1, wäre nach, kann man zunächst mal sagen, das gleiche wie das y0.
Nach dem Euler-Verfahren ist ja, wie wir das vorgesehen haben, der Schritt, den man da macht in y-Richtung, einfach h mal f von x0, y0. Und jetzt nimmt man das nicht so beim Runge-Kutta-Verfahren, sondern man nimmt hier die Hälfte von diesem ersten Schritt und nimmt aber dann im zweiten Teil noch dazu die Steigung an der Stelle hier. Also plus f an der Stelle x0 plus h und dann an der Stelle y1 nach Euler berechnet. Also y1, so wie wir es hier nach Euler berechnen würden. Das heißt, das ist die Steigung da, in diesem unteren Punkt. Und die Steigung hier, wenn man das eben halbiert, gibt es einen Mittelwert aus beidem. Und mit diesem Mittelwert erhält man dann eine etwas genauere, einen etwas genaueren Punkt y1 als vorher mit dem Euler-Verfahren. Jetzt kann man das ja konkret mal für unser Beispiel ausprobieren, was das heißen würde. Ich schreibe mal nur das y1 auf, dass Sie sehen, wie das dann aussieht. Und dann werden wir das dann auch in einem Excel-Beispiel mal anschauen, wie die Zahlen dann herauskommen. Unsere Differentialgleichung lautet also jetzt ganz konkret y' ist gleich x minus y. Das war das Beispiel, mit dem wir ja vorher schon gerechnet haben, beim Euler-Verfahren. Y' ist gleich x minus y. Wenn wir jetzt nach diesem Runge-Kutta-Verfahren das neue y berechnen wollen, aus dem alten y, dann müssen wir also jetzt dieses f, das ist ja f von x und y, das f von x und y, das so aussieht, so einfach, jetzt an diesen Stellen, wie es hier vorgesehen ist, evaluieren. Wenn wir also das y1 wollen nach Runge-Kutta, dann müssen wir sagen, es ist das gleiche wie y0 plus 1/2 mal h mal, es kommt hier das f an der Stelle x0, y0, also unsere Anfangspunkte hier. Das wäre in dem Fall einfach x0 minus y0. Und dann plus steht das f an der Stelle x0 plus h. Also setzen wir hier ein, x0 plus h. Und an der Stelle y1. Und y1 ist ja das hier. Also y0 plus h mal f von x0, y0. Sodass wir hier schreiben können, y1, das wir dann hier einsetzen müssen, das wird das dann minus, schreiben wir das vielleicht so, dass es klar ist, dass das f, das wird dann minus dieses vorher ermittelte y1, nämlich y0 plus h mal f von x0, y0, also x0 minus y0. So, noch eine Klammer zu, jetzt stimmt es, glaube ich. Das kann man, könnte man im Prinzip natürlich noch vereinfachen, da kann man x0 wegstreichen und so weiter. Was wir vor allem sehen ist, das ist ein Verfahren, das wir dann auch, wenn wir das y1 haben, eigentlich danach iterativ weiter verfolgen können für das y2, indem wir einfach hier statt 1 danach quasi i schreiben, statt 0 immer i minus 1. Und damit kommen wir danach für unsere spezielle Differentialgleichung zu dem Runge-Kutta-Verfahren zweiter Ordnung. Ich habe das vorbereitet. Ich habe das gleiche Beispiel wie mit dem Euler-Verfahren, mit dem Excel nochmals hervorgenommen und dann jetzt mit dem Runge-Kutta-Verfahren mal ermittelt. Zuerst nochmals rasch als Erklärung, was man da sieht. Ich habe hier die Parameter, also das h mal, die Schrittweite, dann auch die Anfangspunkte, die ich da jetzt im Prinzip frei wählen kann. Ich habe mal 0, 0 genommen. Dann habe ich hier die x-Kolonne vorbereitet, da muss man nicht viel rechnen. Dann habe ich ja hier mit dem Euler-Verfahren im letzten Video gezeigt, wie die, der Streckenzug herauskommt, mit Euler-Verfahren. Und hier habe ich die konkreten y-Werte ermittelt, mit der exakten Lösung, die man ja hier auch angeben kann. Und die Differenz zwischen der exakten Lösung und der Lösung nach Euler ist hier abgebildet. Das sind also Zahlen im Prozentbereich. Jetzt in der
rechten Kolonne hier, die mit RK angeschrieben ist, haben wir das Runge-Kutta-Verfahren. Wir haben hier die entsprechenden Zahlen ausgerechnet und ich habe hier für diese blaue Zelle noch konkret die Formel ausgedruckt, dass Sie sehen, wie das jetzt zustande kommt. Das ist eigentlich genau die Formel, die wir vorher hier benutzt haben. Jeweils mit relativen Adressierungen genommen. Die Y-Werte sind hier, die X-Werte sind hier und die Differenzen der Y- und X-Werte braucht man ja dann sehr oft. Sie sehen da zum Beispiel C2-G2, das wäre G2, das wäre C2. Und dann gibt es also diese Zahlen. Die sind ja an sich jetzt nicht so aussagekräftig, aber wenn man sich die Differenz anschaut zwischen diesen Zahlen nach Runge-Kutta und dem exakten Resultat, dann sehen wir eben, dass hier diese Abweichungen viel, viel kleiner werden als vorher. Vorher hatten wir sie im Prozentbereich, jetzt sind sie tatsächlich ja so weit unter einem Promille. Wir können also sagen, dass das Runge-Kutta-Verfahren doch eine deutliche Verbesserung gebracht hat für diese konkrete Differentialgleichung. Gut. Damit ist mal das Runge-Kutta-Verfahren zweiter Ordnung erklärt. Es gibt jetzt weitere Erweiterungen davon, wo man nicht nur in der zweiten Ordnung arbeitet, sondern hier die Umgebung dieses gesuchten Punktes noch etwas genauer untersucht und da mehrere solche Schritte nimmt. Das wäre dann das Runge-Kutta-Verfahren vierter oder sechster Ordnung oder so. Da findet man dann in der Literatur oder in Wikipedia vielleicht und Runge-Kutta dann mehr Informationen.